Tun die Tropfen eigentlich weh, die da runterkommen? Huch. Hilfe, Achtung, Gegner. Ja. Gegner mit Highspeed. Kann uns einfach nur entgegen. Hier ist irgendwo Schlussverkauf. Da ist doch safe irgendwas. Mhm. Aber gleich mal treiben lassen. Oh. Ah! Ich aktivierte meine Wollkarte. Hast du auch noch Bock auf eine Runde? Ja. Moment. Okay. Eben noch eine Achtung hinter dir. Okay, warte, kommt gleich was. Du hast den einfach den Hals abgeschnitten. Und ich habe die Heilung noch geholt. Ich gehe einfach weiter. Okay. Sah leider. Nein! Ah, ich wollte nur einen kleinen Sprung machen. Aber sah leider witzig aus. Hier oben? Nein. Bei dir oben, wenn du springst. Und... Nein! Auch, weil ich nicht gegen die Strömung ankam. Moment. So geht's auch. Lass mich eh mich einmal töten, nur. Ja, lass mich erstmal zurückkommen. Das sah aber auch so unglaublich. Beziehungsweise iss mich mal kurz auf. Und schmeiß mich mal gegen das Ding da unten. Und du meine Eier behältst. Hm. Damit die nicht gleich weg sind. Das oben sah, rechts könnte was sein. Das sah aber auch so unglaublich dumm aus, wie ich da jetzt reingesprungen bin. Aber irgendwie... So, da nichts ist. Moment. Da? Ah, da ist was. Aha. Das ist ein Sekret. Lass mich das machen. Du hast nämlich ein bisschen mehr Heilung als ich. Ich kann mich zur Not einfach in den Tod schmeißen. Was ich auch gleich mache. Jetzt kannst du gehen. Ja, du bist wieder da. So, und weiter geht's. Mhm. Kann man das nehmen und woanders hin tun? Was denn? Das Ding. Achso, das? Nee, muss hier hoch. Hm. Achtung. Warte du da unten noch ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen hast du noch Zeit. Dass ich den da erstmal weghaue. So, jetzt kannst du hochkommen über das Sprungding. Mhm. Hast du die Wolf. Moment, das könnte Heilung sein. Und? Bin ja auch nicht voll. Oh. Dann nimm du die. Ich warte, dass es gleich irgendwas hier runterrollt. Zum Beispiel. Kannst du bitte deine Bomben für dich behalten, Junge? Eine Bombe, wollte ich gerade sagen. Die hätten wir sicher irgendwo jetzt noch gebraucht. Aber sieht nicht so aus. Okay. Wollte ich auch gerade eben gucken, ob hier noch was ist, aber... Bisher noch clear. Ja, das würde mich der Ehrgeiz irgendwann nerven.
Ich meine, Jan hat ja immerhin noch die Skills dafür. Ist halt so die Sache. Das ist dann doch ganz angenehm, weil er immer das Gröbste macht. Soll ich hier überall versuchen, mal reinzukommen? Können wir machen, ja. Aha. Aber es ist schon praktisch, jemanden zu haben, wo man immer dran abgeben kann. Das auf jeden Fall. Links auf jeden Fall noch hin. Einmal in grün runter. Und dann in gelb wieder hoch. Mhm. Noch was? Nee. Ah, und grün ist das zum Weiterkommen. Achtung, dann kommt was runter. Können wir aber nicht anlecken. Hilfe. So. Stand man leider zu zweit echt kacki. Ja. Durch 13. Ist ja super seltsame Zahl. So, und dann grün wieder hoch. Ja, und dann nochmal grün. Jo. Okay. Also 1, 1 und 3 oder 4, glaube ich, noch? 4, ja. Junge, lass das. Kann ich da rein? Oh, ja. Nee, Moment. Geh zurück. Okay. Lass uns erstmal nach oben gehen, bevor ich hier irgendwas kaputt mache. Weil sonst hätten wir hier nicht mehr reingekonnt. Mhm. Aha. Okay, jetzt können wir hier rein. Ja. Dann lass uns jetzt erstmal ganz nach rein und dann nach rechts durchgehen. Ist ja übrigens voll süß, so ein Level mal richtig nachzubauen, aber da müsstest du echt viel stricken, glaube ich. Mhm. So. Mhm. Und jetzt aufmachen? Jetzt können wir die aufmachen. Da oben noch was? Ich glaube, du kannst nicht rein, wenn du keinen Boden hast zum... Ich meinte nur, ob hier vielleicht was ist. Achso. Oder nee, da kann ich nicht rein. Okay, dann ja. Na gut, und dann müssen wir jetzt da nach oben. Kannst du es modellieren? Um Gottes Willen. Hier ist sonst auch nichts weiter. Oder Crafted World stelle ich mir auch sehr süß vor. Da. Kann ich da rein? Wahrscheinlich nicht. Ja, nun. Nun, indeed. Moment, erstmal die mit. So, können wir den holen. Was? Achso, jetzt hab ich dich erwischt wieder. Und jetzt können wir da drunter. Wir hätten nicht mehr zurückgekommen, wenn wir da weitergegangen wären. It's the Bomben-Guy. Ich kann nicht weiter, du stehst im Weg. Maybe schon nach dann wird. Ein Ei. Oh! Oh! Dann haben wir jetzt alles und müssen nur noch mit vollem Leben zum Boss. Eins. Zwei, drei. Ja, nun. Gut, da ist eh nur die Heilung drin. Ja, fast. Ich habe gehört, du machst den Boss? Oder willst du das ganze Level nochmal machen? Ja, ich würde sagen, du bleibst ein Ei, ne? Eieieiei. Nicht, dass ich mich jetzt davor drücken möchte, weil die Bosse sind eigentlich voll okay, aber... Mash the Minus. Aber ich meine, das Level war echt lang. Ja. So, wait. Erstmal wieder ausprobieren. Aber ich glaube, das Spiel sagt sogar, das hast du jetzt nicht wirklich versucht, oder? Moment. Aber du hast ja gar kein Ei. Nimm du mich und schieß mich da, also stell dich hier an die Kante, iss mich auf und schieß auf den Audrey da unten. Also erst dich essen. Schluck mich runter, genau. Stell dich an die Kante, so weit, so nah wie es geht. Und jetzt schießt auf das Ding. Ich war nicht nah genug dran. Nein. Aber wahrscheinlich wäre das so gekommen wie, das geht so nicht. Ihr könnt es wagen, überhaupt so weit zu kommen, wie könnt ihr nur? Wach auf, Fütterungszeit! Gib's, gibt Yoshi! Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben das beim Let's Play versucht und es hat nicht funktioniert.
Okay, dann. Eieiei. Okay. Ah, ich wollte das halt nicht machen, also dass ja. Ich dich werfe, nicht dass ich dann irgendwo da reinwerfe und dann. In die Fresse? Ja. Und bam. Das wurde nicht akzeptiert damals. Ich finde das immer witzig, wenn man Bosse tatsächlich so cheesen kann, auch in Zelda Ganondorf mit der Angel zum Beispiel. Wobei, da nervst du ihn ja, du besiegst ihn damit ja nicht. Ja, aber... In welche Richtung kommst du jetzt? Ah, komm da. Never forget, als ich zum ersten Mal Paper Mario gespielt habe und dachte, ich könnte einfach alle, ich weiß nicht, ob es Sterne, Monde, whatever waren, irgendwie holen, ohne dass das Level dann zu Ende ist, was nicht der Fall ist, und ich den einen Stern geskippt habe und dann instant bei der Piranha-Pflanze gelandet bin, die irgendwie nicht der erste Stern in diesem Level eigentlich ist. Sunshine meinst du, nicht Paper Mario. Hab ich Paper Mario gesagt? Ja. Oh, ja. Aber schön, dass du anhand meiner Beschreibung wusstest, was ich meine. Mhm. Ich weiß nicht, ich hatte halt echt so gedacht, okay, ich kann halt einfach alle Sterne einsammeln in dem Level oder was auch immer es da jetzt sind. Und das Level geht ja einfach weiter. Shine Sprites. Shine Sprites? Was heißt denn im Englischen? Ah. Insignien der Sonne. Ah, stimmt, es waren Sonne. Sonnen, keine Sterne. Insignien, gut. Easy. Ich hab sogar ohne Schaden selbst geschafft auch. Nice. Aber look at that. Yes, auf Anhieb. Endlich. Das Level hat ja auch nicht Bock, das nochmal zu machen. Aber ich glaube, ich würde das Bonus-Level jetzt erstmal nicht machen wollen. Ich bin echt fertig auch von der Hitze. Okay, dann machen wir es beim nächsten Mal. Und wenn es das mit dem Vorhang ist. Mach ich das nicht eh dann alleine? Wir können ja mal gucken, wie es heißt. Ja. Und dann, wenn es eh ein Einzelgänger-Level ist, dann mache ich das und du kannst ein bisschen chillen. Der Magnet. Ich glaube, damit sammelt man alles automatisch direkt ein. Ja. Das bist du? Ja. Oh. Ich bin ein Fliegenpilz. Oder eine Piranha-Pflanze. Nee, das ist das, wo dich die Pflanze verfolgt. Ich erinnere mich da nicht dran. Was ist denn jetzt die nächste Welt? Eis? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Oh. Poggers. Hatte ich irgendwie komplett verdrängt, was es überhaupt für Welten gibt. Was ist jetzt? Audreys Rache. Ja, ich meine, das ist das, wo ich dich die ganze Zeit verfolge. Das ist ein komplettes Scrolling-Level. Ja, vielleicht nicht heute. Soll ich es nicht alleine machen? Weiß ich nicht. Willst du es alleine machen? Ich würde es, wenn dann, wirklich alleine machen, weil dich die halt die ganze Zeit verfolgt und... Gerade so bei schnellen Scrolling-Level, wie zum Beispiel das mit dem Vorhagen, wer gesehen, wie das so werden kann, dann mache ich das eben. Gönn dir. Niemand hält dich auf. Erstmal ohne. Einfach zum Abschließen. Aber schön, dass wir noch eine Eiswelt haben. Ich habe es wirklich nicht mehr gewusst. Hm. Hätte jetzt auch eine Feuerwelt sein können in der Theorie. Hätte mich auch nicht gewundert. Oh, die Flasche ist angefallen. Ich meine, du hast dich dem Level hervorragend angepasst. Ja. Wie war das vorhin mit ehrgeizig? Ich meine, ich hätte ja auch mitgespielt, aber ich bin jetzt halt echt auch kaputt. Never mind. Wie gesagt, mit dem Wetter, das schlaucht halt auch einfach, ne? Und da. Da. Und ich finde auch, Yoshi ist tatsächlich ein Spiel, wo du auch viel Konzentration brauchst. Genau wie jetzt auch Kirby oder Zelda. Alles, was halt nicht unbedingt rundenbasierend ist, finde ich. Oh, keine Eier mehr. Ja, nun. Ja,
Nom nom. Ich sehe, das war ein sehr schweres Level. Wenn du das Level nochmal machst, wäre der Magnet wahrscheinlich echt ganz angenehm. Ja. Oder sehen können, was Secrets sind und was nicht. Aber hier wirklich alles zu holen, ist auch ganz schön hart. Also in einem Durchlauf. Junge, schieb mich doch nicht wieder weg. Er hasst Yoshis. Ja, fast. Eigentlich toll, alles verpasst. Wenn du erstmal einmal durchkommst, ist ja auch schon mal gut. Dann hast du schon mal ein bisschen was zumindest mitgenommen. Mhm. Das ist ein stressiges Level. Mhm. Was habt ihr heute Abend eigentlich noch so vor? Ich finde, das perfekte Thema, während Jan sich hier abrackert. Habt ihr noch irgendwas geplant für heute? Zocken? Essen? Vielleicht geht ihr noch irgendwo hin heute? Vielleicht besucht ihr noch eure Mutti fürs Abendbrot? Ich weiß es nicht. Klingt auf jeden Fall alles sehr angenehm, was ihr da so erzählt. Ist sie gerade schneller geworden? Ja. Scheiß auf die Blume. Scheiß auf alles. Ja, ich habe volle Leben. Deswegen, das wollte ich jetzt einmal mitnehmen. Ja, ja. Zum Weinfest gehen. Der Kreis schließt sich, wollte ich eigentlich sagen. Aber ich wollte einfach Kreis und Schließen in ein Wort packen. Also war es der Schleiß plötzlich. Es heißt, der Schweiß schließt sich. Ja. Ganz am Anfang vom Stream drüber gesprochen, über dein Weinfest. Und jetzt musst du doch hin. Switch aufladen, dann noch ein bisschen mein Pokémon-Projekt weitermachen. Ist das immer noch der Pokédex aus Legenden Arceus oder ist das mittlerweile ein anderes Projekt? War es doch du, oder? Ich meine ja. Aber vielleicht bist du auch schon fertig. Ich mach mal magisch. Ja, komm. Wir probieren mal diesen magischen Ansteck. Mal gucken, wie groß da die Reichweite und alles ist. Ich habe mich von dir anstecken lassen und probiere was Neues. Definiere was Neues. Ja, ich glaube zu zweit. Also du kannst mehr einsammeln, aber ich glaube, du behinderst dich auch einfach viel mehr. Mhm. Oh ja. Desto länger ich stream, desto länger habe ich eine Ausrede. Aber akzeptieren das deine Eltern, wenn du sagst, ja, ich gucke einen Stream? Also verstehen die das? Und wenn ja, finden die das okay? Oder sind das eher so die Generation, die nicht wissen, was du da tust. Ach, das ist sogar schon geschafft. Cool. Jetzt alles auf Home auf Level 100 kriegen. Das ist auch... Oh, da unten ist noch was. Bin ich da irgendwie raus? Ich glaube nicht. Okay. Das habe ich gar nicht gesehen. Kannst dich mit meinem Vater zusammentun. Der macht ja seine Shiny Living Decks und jedes Shiny wird auch auf Level 100 trainiert. Nebenbei, während er Shiny huntet. Persona 5 ist das Neue. Nice. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Bei mir ist tatsächlich so, ich liebe Persona 5, aber ich glaube, ich kann das langsam nicht mehr sehen. Einfach dieses, ich hab Base Persona 5 gespielt, ich habe Royal gespielt. Dann habe ich bei Jan teilweise Royal nochmal gesehen, dann hat meine Mutter mich voll getextet mit Royal, was sie gespielt hat. Dann habe ich Q2 gespielt, was die... Ah, so kommt man da dann. Persona 5 Charaktere hatte, dann habe ich Strikers gespielt und platiniert, was logischerweise auch die Persona 5 Charaktere hatte. Habe ich den Anime gesehen und gecosplayt. Und dann kommt jetzt ja noch Taktika. Es ist halt echt so langsam, so sehr ich das Spiel auch liebe. Es ist so viel mittlerweile. Vor allem, ich spiele ja auch noch irgendwann Strikers und das siehst du dann auch wieder so ein bisschen. Also,
Kann man das nachvollziehen, dass man ein Spiel super gerne mag, aber irgendwann sagt, ich kann die Charaktere jetzt erstmal nicht mehr sehen? Weil da haben sie ja echt viel gemacht. Ach, den Manga habe ich auch noch gelesen teilweise. Also, es ist halt immer so die Sache, ich finde, man kann ein Spiel auch richtig lieben und trotzdem sagen, ich habe jetzt erstmal die Schnauze voll und... Also ihr könnt mir gerne schreiben, dass ihr Persona spielt, ich nehme auch gerne Eindrücke oder so, ne, versteht mich da nicht falsch. Aber ich selber würde jetzt nicht mich hinstellen und sagen, boah, ich spiele das nein! Jetzt nochmal. Nein, ich brauche einen von euch. Durch habe ich genau alle beide von denen getötet, die ich brauchte. Ist doch immer so. Aber wie gesagt, ich finde halt, du musst deine Lieblingsspiele nicht jederzeit spielen wollen. Also du kannst ein Spiel auch mögen und sagen, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Gerade bei so langen Spielen finde ich das vollkommen legitim. Genauso wie ich finde, du musst deine Lieblingsspiele nicht 50 Mal durchgespielt haben, um zu sagen, dass ich die super gerne mag. Na? Aber ich bin mal sehr gespannt dann auf Persona 3 Reload, weil ich ja 3 noch gar nicht gespielt habe. Wollte ich eigentlich dieses Jahr machen und dann haben sie halt das Remaster angekündigt. Da bin ich mal gespannt, das kommt ja nächstes Jahr. Und es ist ja quasi vom Interface her und so sehr ähnlich wie 5, denke ich mal, weil es eine ähnliche Engine wahrscheinlich ist und so. Aber ja. Was? Hab ich Audrey erwischt. Hattet ihr damals nicht die Strategie, dass jemand nur die Pflanze dauernd abschießt? Klingt nach uns. Das ist auch smart. Ich finde es auch immer schön, wenn Leute Spiele ausprobieren, die ich gerne mag. Sei es jetzt Persona oder auch Xenoblade mag ich ja mittlerweile sehr gerne. Die Gegner ist mir vom Kopf gefallen. Na, PMD2. Um Ali an dieser Stelle zu befriedigen. Okami, weil das ja so nischig ist. Also ich habe ja auch Tales oder so. Ich habe ja viele Spiele, die ich echt gerne mag. Und ich finde das immer schön, wenn Leute das ausprobieren. Und ich finde es dann aber auch gar nicht schlimm, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe das ausprobiert, aber es ist irgendwie einfach... nicht meins. Weil Geschmäcker sind halt einfach verschieden. Solange jetzt nicht jemand sagt, ja... ich habe da reingeguckt 5 Minuten und fand's scheiße, weil da so viel Gelabere ist. Das akzeptiere ich jetzt nicht. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe zumindest den ersten Dungeon oder so gemacht, dann hat man ja eigentlich gut was von der Story, von den Gesprächen, von den Charakteren schon mal so gesehen und eben auch vom Gameplay. Wenn mir dann jemand sagt, nee, hat mir nicht gefallen, dann ist es halt so. Schade, aber, ne? Dann akzeptiere ich das auch. Damals durch das Fates LP Fire Emblem für mich entdeckt. Ist doch auch schön. Und ich muss halt auch einfach sagen, Fates wird immer so gemimt. Und die Story ist halt auch ein bisschen fragwürdig. Aber Gameplay war echt gut. Mhm. Und ich mochte auch viele Charaktere echt gerne. Solange man mal ihre Glaubwürdigkeit außer Acht lässt. Ja, schon. Aber so Awakening mochte ich ja auch. Das war ja mein erstes. Aber es hatte irgendwie auch keine wirklichen Husbandos. Fates hatte da schon ein paar mehr. What about Crom? Ich weiß nicht, Crom ist... ja. Crom zu Standard. Ich habe Crom ja auch dann geheiratet und im zweiten Playthrough habe ich Henry geheiratet, aber ich habe beide irgendwie nicht so gefühlt. Fand Fates hatte coole Husbandos und Free Houses. Engage hat nur Milchbubis. Die Sache ist, ich könnte aktuell auch irgendwie von den Sachen nichts spielen, weil meine Mutter hat einfach legitim unser... Nein, ach komm schon! Warum schon wieder an der gleichen dummen Stelle? Ja, weiter. Meine Mutter hat aktuell unser Awakening, unser Fates und unser Echoes. Letzteres kann sie aber auch gerne behalten. Ja, Buke, es ist halt nicht so viel Auswahl gewesen, okay? Und er ist zumindest lustig. Aber so unendlich viel macht dieser Magnet jetzt auch nicht. Ja, nur ein bisschen.
Aber wie gesagt, ich finde das generell immer cool, wenn Leute sagen, hey, ich habe mir das Spiel wegen dir gekauft oder ich habe das wegen dir ausprobiert. Was ich natürlich manchmal so ein bisschen schade finde, wenn Leute sagen, ja, ich habe mir jetzt den ersten Stream angeguckt davon und jetzt will ich es lieber selber spielen, deswegen gucke ich jetzt nicht mehr zu. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Auf der einen Seite schön, die Leute inspiriert zu haben, mit dem Stream das auch zu spielen, aber ein bisschen schade, dass die Leute dann nicht mehr zugucken. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass man das halt gerne ungespoilert erleben möchte, ganz klar. Ach so, Buke, ja. Ich weiß nicht, Henry ist so... Er ist schon cool, Crom auch, aber irgendwie, ich weiß... Hat mich nicht hundertprozentig überzeugt. Keine Ahnung. Da hat's doch nicht was gebracht. Da hat der Magnet gerade geregelt. Glaub, ich hab alles. Nein! Nein! Wo habe ich denn schon wieder einen? Oh. Wait. Oh mein Gott. Saved. Die Achterbahnfahrt der Gefühle. Also der Magnet hat schon einiges erleichtert am Ende. Gerade die letzte Blume zum Beispiel. Ja, das stimmt. Good job. Yay. Yeah. Dann darfst du dich jetzt nach getaner Arbeit in den Hub zurückbegeben. Mhm. Achso, der wäre dann ja für mich, den kann ich mir dann holen. Den 64 Yoshi. So. Yay! Dann hat das doch gut funktioniert. Mhm. Also... Wieder mal ein Stream, eine Welt. Ja, ich fand die Welt doch eigentlich okay. Die Level sind halt sehr verschachtelt irgendwie. Also ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, das normal durchspielen ist supi. Aber ich glaube tatsächlich, 100% sind die echt anstrengend, wenn du diese Level halt öfters spielen musst. Also es macht nicht so viel Spaß, die nachzuholen. Teilweise nicht. Also ich kann schon verstehen, warum wir damals, glaube ich, die ganze Welt erst gemacht haben und dann nachgeholt haben und das zusammengeschnitten haben. Das ist manchmal schon ein bisschen frustrierend. Aber so an sich fand ich die Welt ganz cool. Außer die Affen. Niemand mag Affen. Oh, eigentlich doch, du magst Affen, aber ich mag keine Affen. Aber nicht diese Affen, die hasse ich. Nee. Aber gut, dann gibt's nächste Mal die Eiswelt. Du freust dich. Ja, ich hoffe, es gibt Pinguine und Rutschrätsel. Oder nicht Rutschrätsel, aber... Du weißt schon. Mhm. Und dann mal gucken, was danach kommt.